Hi, ich bin Christian. Auf meiner Reise durch Deutschland werfe ich für dich einen Blick in den Arbeitsalltag der Kitas von Impuls Soziales Management. Heute führt mich meine Reise nach Esslingen am Neckar. Die Glühwürmchen sind eine betriebliche Einrichtung der Firma Ebersbecher und bieten in der Krippengruppe und der altersübergreifenden Gruppe Platz für 35 Kinder. Besonders beliebt die Bewegungsinsel. Einmal in der Woche bekommen hier die Glühwürmchen sogar Besuch von einer Lesepatin. Doch auch die zwei aneinander grenzenden Marktplätze bieten tolle Spielmöglichkeiten. Mit der Anlehnung an Emmy Pickler und dem Situationsansatz als pädagogische Konzepte wird die Partizipation gefördert. Jedes Kind darf hier selbst seine Aktivität wählen. Heute steht zur Wahl: Spielen und Toben in der großen Sporthalle, kreatives Schaffen im gut ausgestatteten Atelier. Hier entstehen echte Meisterwerke. So viele coole Farben. Bäh. Oder die Sinne schärfen beim selbstgebauten Barfußpfad auf der großen Dachterrasse. Das fühlt sich lustig an. Das Schmuckstück der Glühwürmchen ist natürlich das große Piratenschiff, auf dem sich segeln, klettern und rutschen lässt. Das Hochbeet sieht zum Anbeißen aus. Apropos Essen, die Glühwürmchen bieten eine Vollverpflegung der Kinder an. Auch sehr spannend für die 8 Fachkräfte ist die Kooperation mit der Jugendfarm Esslingen oder der Ausbildungswerkstatt, wo dieses Insektenhotel gebaut wurde. Ein kleiner Blick in den Personalraum. Und bei Interesse bietet Impuls Soziales Management zahlreiche fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten an. Erwähnenswert ist auch die direkte Anbindung an die S-Bahn und die Buslinien. Alle werden müde, kurze Pause für mich. Liebe Vanessa, was ist denn für dich besonders cool, hier zu arbeiten? Für mich ist besonders cool, hier zu arbeiten, dass Kindergarten und Krippe in einem sind. Wir ganz viel zusammen unternehmen, die Krippenkinder von den Kindergartenkindern lernen und die Großen auch die Verantwortung übernehmen für unsere Kleinen. Wir machen ganz viele Ausflüge, wir haben gleich den Neckar, wo wir ganz oft rausgehen. Da ist zum Beispiel der kreative Bereich und auch der mathematische Bereich mit den Kindern. Und da haben wir eben auch viele Möglichkeiten hier. Wir haben sehr gut ausgestattete Räume. Wir sitzen hier gerade am Blumenbeet. Ja. Was hat das denn damit auf sich? Also ich bin Heilkräuterpädagogin und ich gehe auch hier in die Neckarwiesen mit den Kindern und sammle da alles, was da so blüht und sowas. Haben wir dir Lust auf die Glühwürmchen gemacht? Dann bewirb dich doch bei uns. Tschüss!